Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal Erklärungsnot zu einem neuen Update-Video von Corkeeper 1.0.1 als kleines Update am 31. Oktober 2024. Tja, meine Wenigkeit Klunkertrache und der gute Michel gehen's durch. Grüß dich. Hallo. Ja, viele Sachen wurden hier, ihr seht schon, klein, boah, kann man nur sagen, wie man will. Es gibt auf alle Fälle einige Erneuerungen, einige Änderungen. Wir gehen die zusammen mit euch durch und geben natürlich dann auch unsere Meinung, wie immer, zu jeweiligen Punkt ab. Tja, fangen wir einfach mal an im Punkt Gameplay. Es gibt drei neue Unterlink-Bücher. Das persönlich finde ich mega geil. Bis jetzt gab es ja diese Fledermäuse, die Quallen und die Zombies. Ja. Bin gespannt, was es da an neue Unterlink-Bücher gibt. Also, ja, auf jeden Fall. Was könnte es denn geben? Es könnte so eine Art Magier geben oder Heiler, die du da holen kannst, um dich zu unterstützen. Stimmt, ein Unterstützer, genau. Krabben wären auch cool, so Angriffskrabben. Vielleicht sowas wie Spinnen, irgendwie mit Gift, irgendwie Statusveränderungen, irgendwas machen. Das wäre auch super. Ja. Das werden wir im Übrigen auch euch, also wir werden in Corkeeper das natürlich suchen und euch wieder zeigen. Ist ja ganz klar, ne? Brauche ich glaube ich nicht zu erwähnen. Seid ihr ja mittlerweile gewohnt. Auf jeden Fall, das ist definitiv geil und gucken wir uns an. Mhm. Ich würde zum Zweiten. Genau, bitte. Es ist jetzt möglich, die Größe des Wirkungsbereiches von Schaufeln, Gießkannen, Hacken und des Gewölbeapparats zu ändern. Das ist genial. Das ist wirklich genial. Also ist gut, was halt noch fehlt, ist irgendwas zum, damit man auch mehr ernten kann. Ja. Damit man mehr aussehen kann, nicht ernten. Mehr aussehen kann. Das wäre natürlich noch genial. Weil das muss dann noch alles einzeln machen. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, so ist auch schon viel gemacht, wenn du den Wirkungsbereich ändern kannst. Kannst du doch hier viel abdecken. Für den Early halt. Später hast du ja diese automatischen die Hacken, das war ja vorher auch schon. Das war festgelegt. Nee, du hattest keine Änderung. Wenn du die neuere Hacke hattest, hatte die einen Wirkungsbereich und den musstest du einfach nehmen, ob du wolltest oder nicht. Der war festgelegt. Genau. Der fix. Also auf jeden Fall eine gute Änderung. Auf jeden Fall. Fertigungsstationen können nun Materialien aus Kisten innerhalb eines Radius von 10 Fliesen aufnehmen. Kisten müssen nicht mehr direkt neben der Fertigungsstation befinden. Und das finde ich mega schön, denn ich fand immer dieses, ja, man baut so in Blöcken, um halt die Truhen mit den Materialien und Fertigungsstationen zusammenzusetzen, um dadurch leicht das dort reinzutun. Das ist schön, ja, aber ist halt dann auch einfach für deine Bauweise immer so, zwangsläufig muss ich so und so bauen. Und wenn ich jetzt 10 Fliesen Platz habe, kann ich das halt auch ein bisschen dekorativer machen, ein bisschen schöner und muss nicht die ganzen scheiß Truhen immer dorthin ballern. Ja. Also. Ein bisschen abzielen zwar, aber sonst. Ja. Ist schon gut. Finde ich auch. Eine feine Sache, ja. Wandtüren, Melodie, Anbetungs- und Schimmeltüren können jetzt zerstört werden. Ach, das sind die zu diesen Secret Place-Dingern. Genau. Glaube ich. Genau, also die, wo ihr dann Musik spielen müsst, zum Beispiel. Ja. Und die waren ja vorher nicht zerstörbar. Das stimmt. Und das ist cool. Das finde ich gut. Ja. Mal interessant, ob es nicht nur zerstörbar, also zerstörbar oder auch wieder platzierbar. Das wäre natürlich genial. Ja, weil dann das, da kannst du richtig cool noch dekorationsmäßig noch ein bisschen mehr machen. Ja. Müssen wir alles probieren. Schilder können nun Text in der Welt visuell anzeigen und die Spieler können zwischen verschiedenen Sichtbarkeitsmodis umschalten. Das finde ich absolute Weltklasse. Weil die Schilder, die man stellen kann, wo dann draufsteht, keine Ahnung, hier sind jetzt die Materialien, das ist ja alles schön und gut, aber du musst ja trotzdem das Schild immer lesen.
Und so hast du einfach, wenn du visuell das darstellen kannst, zu sagen, ey, hier ist das Erz drin, hier sind Materialien drin, hier sind was weiß ich, finde ich absolut geil und gut und richtig und ja, der richtige Schritt. Meistens halt ja so, dass man in der Truhe schneller gesehen hat, was drin ist. Genau. Und oder deswegen man hat halt, ja, diese Podeste halt gemacht und dann immer den Gegenstand draufgestellt, anstatt so ein Schild hinzustellen. Genau, das war eigentlich einfacher oder dann halt zu sagen, okay, ich habe nur Boss-Truhen, man sieht, es sind Boss-Truhen, also Boss-Items oder was weiß ich und das so zu ordnen. Ja. Aber so macht es halt einfach mehr Sinn. Neue Aquarien und Terrarienobjekte für die Basisdekoration hinzugefügt. Ja. Also das ist genial, dass man vielleicht die Fische, die man fängt, im Aquarium entpackt. Und Terrarien denn die Insekten. Wenn es dann so ist. Das wäre ja genial, wenn man die dann auch einzeln raussuchen könnte und reinpacken könnte. Ich glaube, du kannst das Netzteil hinten nehmen, was angesteckt ist. Das müsste fertig sein. Ja, das fände ich auch geil. Also wenn man wirklich die Fische sammeln könnte in Aquarien und die dann dort reintun, so ein bisschen wie so ein Museumartig, das fände ich absolute Weltklasse. Das fände ich richtig geil. Hm. Und auch die Käfer, wie du schon sagst. Also wenn das möglich wäre, das wäre geil. Kann aber auch sein, dass es ein vorgefertigtes Aquarium oder Terrarium ist. Das könnte sein. Es gibt eine neue Beutekiste für Manugas. Ja. Ja, hatte ja vorher nur diese kleine Kiste. Genau, hat halt jetzt dann sein eigenes Design. Wahrscheinlich eine große dann. Ist okay. Neue Korallentür und Galaxietür hinzugefügt. Ja, die gab es vorher auch nicht. Und genau, da war das letzte, glaube ich, diese Scorlit-Tür, ne? Die rote. Genau. Ja, auch das optisch sicherlich interessant. Gucken wir uns an. Werkbänke können nun gebogen werden. Sie können gebogen werden? Also gefunden wahrscheinlich. Ach, dass die findbar sind. Ja. Okay. Na, wenn man es so sieht, okay, dann könnte man so, aber dann wäre ja wieder, wenn man jetzt zum Beispiel in Azios-Gebiet ist und Scorlit abbaut, könnte man halt theoretisch die Werkbank von Scorlit finden, ohne sie zu bauen. Nee, ich schätze mal, dass du denn, wenn denn vielleicht dort rumsteht im Azios, aber irgendwie, ich denke mal, nicht durch Erz abbauen oder so. Müsste man gucken, mal wie das ist, weil es könnte dann auch die Erze wieder ein bisschen sinnloser machen, wenn du halt das Zeug finden kannst, ne? Ja. Müssen wir gucken. Muss man sich mal angucken. Ja. Es gibt jetzt Dungeons, die zum Kampf gegen Azios, den Himmelstitan, Umroth, den Meerestitan und Raka, den Sandtitan, führen. Das war ja... Also die... Bitte, bitte. Die sind jetzt wahrscheinlich in Dungeons verpackt, anstatt einfach nur die Bosskammer. Ja. War ja zuletzt erst der Umbau von Malugas. Der hatte ja jetzt auch dieses Dungeon vorher. Aber wahrscheinlich, ja, genau. Aber wahrscheinlich auch nur wieder in eine neue Welt dann. Ja. Also jetzt bei unserer Welt wahrscheinlich nicht. Ja, gut, wäre ja auch schwierig. Müsste ja das komplett überschreiben. Das wird ja gar nicht gehen. Aber ist okay. Also ich muss ich aber ehrlich sagen, ja, kann lustig sein, aber ich fand das auch so mit diesen Bosskammern jetzt nicht schlimm. Also mich hat es überhaupt nicht gestört. Ich fand das eigentlich mit diesen Arena-Kammern hat mir eigentlich gereicht. Ja, man hat halt ein bisschen mehr Arbeit jetzt, um zum Boss zu kommen. Ne? Aber ja, wie gesagt, das ist eine Geschmacksfrage, ne? Das Anklicken von Gegenständen im Spielerinventar mit der Umschalttaste verschiebt diese Gegenstände nun auf den ersten verfügbaren Hotbar-Slot. Gut, ich spiele nicht mit Maus und Tastatur, deswegen keine Ahnung. Mhm. Gut, ja, man muss den dann nicht halt selbst so hinziehen. Das ist schon nicht schlecht mit Umschalttaste, okay. Muss man mal gucken, wie sich das
Genau. anfühlt. Kann ich nichts dazu sagen, habe ich kein Gefühl dafür, wie das dann ist. Es ist jetzt möglich, Ausrüstung und Gegenstände direkt über die Hotbar auszurüsten. Ach Okay. so. Ach, dass du halt jetzt einen Helm zum Beispiel in der Hotbar hast und wenn du den nimmst und ausrüstest, rüstest du den direkt aus. Ja, kann aber auch verwirren, weil es gibt ja auch so Sachen, wo du so Keveling-Sachen oder so tausendfach im Inventar hast und dann hast du es aus Versehen ausgerüstet und kriegst es gar nicht mit, ne? Ja, gut, ja. Also meine Hotbar ist immer voll, da kommt eh nichts anderes rein. Von Ja. daher, die ist gefüllt mit den anderen Sachen, die man braucht halt. Ja. Aber, Außer ja. halt, wenn ich dann halt das mit dem Boot dann fahre, da kann es natürlich dann sein, dass dann was in die Hotbar dann kommt. Das ist Weil dann richtig. wäre es voll ist. Ja, vielleicht wurde sich ja das aus der Community gewünscht, ne? Man weiß es ja nicht. Es ist Giftfeind. jetzt möglich. Oder, ach nee, wo waren, ach nee, ach da sind wir jetzt. Giftfeinde, ne? Genau. Ja, Giftfeinde, Gletscher, Gleitschleimfeinde verhalten sich nun neutral und sind nicht mehr von Anfang an feindselig. Oh, okay. Okay, das ist im Endeffekt ja Purpelschleim und blauer Schleim. Ja. Da müsste es aber dann auch eine Form geben davon, die auch angreift, auch die auch aggressiv ist, finde ich. Wären es dann die Stachlichen wieder, ne? Ja, weil da eben eine stachelige Form davon. Weil so hast du dann ja einen ganzen Zappen weniger Gegner, um die du dich nicht scheren brauchst. Das stimmt. Das finde ich ein bisschen, weiß ich nicht. Könnte es, ja, Gut, wenn du sie angreifst, greifen sie ja dann auch dich an, ne? Ja, aber du kannst sie theoretisch eigentlich ignorieren. Ja, das stimmt, Und ja. da eine ganze Menge Gegner dann weg, finde ich. Das ist richtig. Nicht schwierig. Schreibt euch rein, auch wie ihr es findet, Leute, ne? Ihr wisst, mit Rätseln, mit Raten und mit Diskutieren immer erwünscht. Die fortgeschrittene Schmuckwerkbank verfügt jetzt über die Option zur Auswahl der Schmuckwerkbank in ihrer Benutzeroberfläche, um die Fertigung von Gegenständen früherer Stufen zu ermöglichen. Also, die Schmuckwerkbank, die fortgeschrittene macht, kann jetzt sozusagen auch die normale Schmuckwerk, also ersetzt die Schmuckwerkbank insgesamt dann. Ja, gut, nee, Schmuckwerkbank 1 und Schmuckwerkbank 2, das sind ja, da gibt es verschiedene Schmuckstücke. Die, Ja. ich glaube, die meinen mit der Gegenstandsstufe. Also die zurückstufen kannst, aber die Frage wäre, warum soll das das zurückstufen? Ja, nee, wenn du eine kleinere Stufe nimmst und das selber hochstufst, wird das meistens schnell höher, als wenn du was, wenn, als wenn du was höherstufiges holst. Ach so. Na gut, okay. Ja, keine Ahnung. Also da. Muss man gucken, wie es gemeint ist. Ja. Der Destilliertisch verfügt jetzt über die Option zur Auswahl des Alchemietisches in der Benutzeroberfläche, um die Fertigung von Gegenständen früherer Stufen zu ermöglichen. Also genau das Gleiche. Ja. Aber da, ne, da, ja, ach so, ja, da ist es, glaube ich, so gemeint, dass denn an den besseren Tisch denn die kleineren Tränke auch herstellen kannst. Vielleicht gibt es einfach nur eine Schaltfläche, dass du halt dann bei einem besseren zwischen den alten und dem neuen hin und her schalten kannst. Ja, das könnte natürlich sein. Der Schadensbonus gegen Bosse wurde dem Charakterfenster hinzugefügt. Ah, Gab es das okay. vorher nicht? Eigentlich weiß ich gar nicht. Ich dachte, da stand immer hier, wenn du das gegessen hast. Obwohl, nee, hä? Jetzt bin ich mir da unsicher, ob das da stand oder nicht. Das Aber könnte ich auch nicht. anscheinend stand es nicht, sonst würden sie das hier jetzt rein nicht reinnehmen. Okay, ich hätte gedacht, es wäre dort gestanden, aber es ist, wie gesagt, es kann mich, ne, kann auch sein, dass wir da jetzt. Nicht unter der HP-Leiste mit so einem Icon halt.
Das Oder kann. vielleicht nicht im Charakter links. Das kann auch sein, ja. Muss man sich angucken, klar. Okay, sonstiges. Holzbrücken gelten nun als handgefertigte Gegenstände und werden nicht mehr an der normalen Werkbank gefertigt. Ja. Das heißt, man kann sie selber herfertigen, Und das finde ohne den ich richtig so und gut so. Ja. Denn bei mir war das oft so, dass ich 999 Stück gemacht habe. Irgendwann waren sie halt alle und dann standst du irgendwo mitten in der Pampa und musstest eine Werkbank bauen und dachtest so, warum zur Hölle? Ja, Also, ja. finde ich gut. Ist die richtige Entscheidung, die einfach als das kannst du handfertigen machen. Ist es richtig so. Ja, finde ich auch. Es wird nun eine Meldung angezeigt, wenn der Schwierigkeitsgrad eines Feindes skaliert wird, sobald ein neuer Spieler der Sitzung beitritt. Das ist gut. Das ist hilfreich. Nur weiß man zumindest, ne, wie dann der derzeitige Stand ist, sozusagen. Status quo. Ja. Ja, macht Sinn. Die untere Holzwurzel, die beim Wachsen mit dem Kern verbunden wird, wurde um eine Fliese verschoben. Es ist nun möglich, sie erneut zu pflanzen, nachdem sie gebrochen wurde. Okay. Da hat jemand wohl diese Wurzel gestört. Anscheinend. Weil da nichts bauen konnte oder so, oder keine Ahnung. Okay. Na gut. Problem Ja. sehe ich halt nicht, aber anscheinend gab es halt Leute. Man kann wohl den Kern jetzt neu verwurzeln. Okay. Ja, gut. Jeder hat seine eigenen Probleme, ne? Ja. Der Cursor bleibt nun an der gleichen Position in der Welt zentriert, wenn man die Karte im Spiel vergrößert oder verkleinert. Das ist richtig und gut so. Das hat Ja. mich nämlich ein paar Mal aufgeregt, dass die Karte beim Vergrößern dann einfach hin und her switcht und nicht zentriert auf dem Punkt bleibt, wo ich bin. Das habe ich auch nie verstanden, warum, also das. Also man hat sich dann dran gewöhnt, dann war es halt einfach so, aber im Grunde genommen ist es halt so viel besser und Das stimmt. sinnvoller. Ein vereinfachter Zielcursor ersetzt jetzt den Pfeil beim Zielen mit Fernkampfwaffen. Ja, das war auch manchmal ein bisschen schwierig, das Zielen halt. Allen Dingen ein Zielcursor, also wie eine Art, keine Ahnung, Rotpunktvisier. Muss man gucken. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt so vereinfacht irgendwie. Also muss man sich mal angucken, könnte ich mir aber sogar ganz gut vorstellen, weil dann ist das Zielen vielleicht auch deutlich einfacher. Ja. Quadratische und kreuzförmige Muster für natürlich entstehende explosive Wände wurden hinzugefügt. Die explosiven Wände, okay, das wäre mir gar nicht aufgefallen, die waren für mich halt immer wirr, die sind mal nach links, mal nach rechts, mal ein bisschen quer gebrochen. Also Ja. da, das habe ich nicht gesehen, dass das irgendein Muster oder nicht hatte. Das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Nee, irgendwie auch nicht. Die Minikarte zeigt jetzt Markierungen in der Nähe an. Das ist echt gut. Ja. Da muss man nicht mehr auf die Karte wechseln und gucken, jetzt wo lang und. Obwohl, wahrscheinlich zeigt es bei mir eine ganze Karte Ich wollte gerade sagen, wenn du halt dann so viele Markierungen hast, dann kann es auch wieder sein, es ist zu viel. nur in der Nähe halt, ne? Muss man trotzdem erstmal in der Nähe kommen. Wer weiß, wie groß die Nähe jetzt ist halt, tatsächlich. Auch das müsste man sich mal angucken. Aber ich finde es auch gut. Also Markierungen immer gut. Kreativ-UI ist jetzt standardmäßig im kreativen Modus aktiviert. Da kannst du es sozusagen, du warst ja im Kreativmodus mal ein bisschen. Wenn man reingeht, ist, glaube ich, erstmal der Gott-Modus direkt aktiviert. Okay. Kreativ-Modus ist eigentlich. Also gut, dann hat man das direkt gleich offen, wahrscheinlich, dieses
womit du bauen kannst oder so. Möglich. Vielleicht hat sich da der eine oder andere nicht zurechtgefunden im Menü. Kann sein. Es wurden visuelle und akustische Effekte hinzugefügt, wenn permanente Gegenstände mit maximaler Gesundheit zum ersten Mal benutzt werden, um ein klares Feedback zu geben, wenn sie benutzt werden. Zum ersten Mal? Also nur einmalig, oder wie ist das jetzt gemeint? Naja, theoretisch ist es ja auch so, wenn du jetzt so eine Muschel oder sowas nutzt, um deine permanenten HP zu erhöhen, kannst du die ja nur einmal erhöhen, um dich zu, einmal nehmen, um dich zu erhöhen. Ach die, ja, mit permanente Gesundheit, ja, stimmt. Okay, jetzt weiß ich, was gemeint ist. Dass du halt sozusagen nicht nur das Knabbern hast, dass du was gegessen hast, sondern wirklich merkst, oh, das war was anderes. Stimmt. Aber ja. Ob es das braucht, keine Ahnung, aber warum nicht? Ne? Jo. Der Zufallsfaktor der Platzierung von einzigartigen Dungeons für verschiedene Weltsamen wurde erhöht. Zum Beispiel sollte die Clutch Area nicht mehr immer südlich des Kerns erscheinen. Auch das für die Leute, die es vielleicht am Anfang spielen, nicht so relevant, weil für die ist es egal, wo das auftaucht. Aber für Leute, die mehrfach spielen, dann wieder interessant, dass sie halt nicht immer die Arenen und Bosse an den gleichen Stellen haben, obwohl das bei uns auch nie der Fall war, um ehrlich zu sein. Also wir haben die Gegner immer gesucht und die waren gefühlt immer irgendwo anders. Bei meiner alten, noch vor dem Update, war sie bei mir im Norden. Okay. Ich kann es nicht sagen. Es war bei mir auch eher meistens südlich, aber keine Ahnung. Der Titel der Biome auf der Karte wird nun schneller aktualisiert, wenn man zwischen Biomen umschaltet, die man bereits besucht hat. Okay. Ja, da ist manchmal, ich weiß noch, da ist auch manchmal die Musik. Du warst in einem neuen Biom, aber die Musik von dem alten Biom ging noch relativ weit rein, ehe es dann umgeschaltet hat. Ja, okay. Also das Und kann jetzt wird sein. das angezeigt, halt das Biom, das Biom. Ja. Ein paar Text- und Übersetzungsprobleme wurden korrigiert. Weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt jemals ein Text- oder Übersetzungsproblem gesehen oder mir aufgefallen ist. Ich wüsste jetzt keins aus der Lameng, was mir sofort in den Kopf einfällt. Fällt mir auch nichts an. Also, aber anscheinend gab es welche. Aber ich könnte es jetzt aus, jetzt könnte es jetzt nicht sagen, was es denn gewesen sein könnte. So, dann müssen wir jetzt bei der Grafik. Holztüren, Holzzäune, Holzzauntore und Roboterarme können jetzt gestrichen werden. Ui, das ist aber gut. Wollte gerade sagen, das wird dich aber freuen. Roboterarme, da wird dann hier, weißt du, alles, was so Samen und so ist, wird alles grün gemacht, dann das andere das und Holz wird braune Arme und ja, warum nicht, ne? Ich glaube, die waren ja standardmäßig entweder braun oder rot, ne? Und warum soll man da nicht einfach ein bisschen Farbe ins Spiel bringen? Ja, das finde ich auch ganz gut. Und wie gesagt, man muss sich es ja angucken. Manchmal sind ja auch die Roboterarme dann nicht nur vielleicht farblich, sondern vielleicht auch designtechnisch unterschiedlich, obwohl ich das nicht glaube. Ich glaube wirklich nur, es ist die Farbe, aber manchmal ist es ja. Also du hast ja manchmal Gegenstände, die sich dann auch verändern, wenn du die Farbe drauf knallst. Ja. Muss man halt sich mal angucken. Es ist jetzt möglich, Mannequins zu drehen. Also, dass du sozusagen ausgestellte Rüstungen auch den Rücken zudrehen kannst. Okay. Interessant. Also könntest du sozusagen vielleicht auch Szenen nachbauen, dass die Leute immer nicht immer frontal stehen, sondern auch, was weiß ich, seitlich oder sonst irgendwas. Ja, als würden sie miteinander reden, zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Feine Sache, kann man machen. Steht daneben ist wie eine Textblase. Ja, zum Beispiel.
Es wurde ein visueller Hinweis hinzugefügt, der anzeigt, wenn Unterlinge in Kürze verschwinden werden. Das finde ich gut. Okay. Denn ich hatte immer das Ding, also die stand ja da, dann was weiß ich, die bleiben 10 Sekunden oder was weiß ich was, oder 30 Sekunden, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Und dann waren sie halt einfach weg. Ja, klar, geht auch, aber dass du jetzt so ein bisschen einen kleinen Hinweis hast, so was weiß ich, eine Zeit, die abläuft oder sonst irgendwas, finde ich gar nicht verkehrt. Ja. Damit du dich drauf einschränkst, ins Neue zu machen halt. Genau, dann weißt du, okay, ich muss jetzt mal was essen, damit ich mehr Mana habe oder was weiß ich, dass du ein bisschen drauf dich einstellen kannst, genau. Mhm. Zählersymbol für Unterlinge wurde aktualisiert. Da weiß ich gar nicht, ob mir das irgendwie negativ aufgefallen ist, das andere Zählersymbol, aber ich wüsste es eigentlich nicht. Also, ich habe keine Unterlinge gespielt. Also ich, es gab die Anzahl, ja, aber ob die jetzt, war da jetzt irgendwas falsch dran? War die buggy? Ich schreib's mal rein, wenn es bei euch so war, oder wenn ihr was gesehen, ich wüsste jetzt nicht, was da anders war. Oder vielleicht einfach nur ein neuer Ort, ich weiß es nicht. Eimer leuchten jetzt, wenn sie Lava, Meerwasser oder Kristallwasser transportieren. Ja, visueller Effekt halt. Macht ja wo Sinn. Ja, stimmt doch. Das, also wenn das Wasser da drin leuchtet halt. Was war doch vorher auch. Also die Lava hat auch ein bisschen rausgeglänzt aus dem Eimer. War das so? Leuchtet der Eimer jetzt selber. Das finde ich ein bisschen ein Eisenarmer, der leuchtet. Hm. Eimer leuchten jetzt wieder dort. Also gehe ich davon aus, dass der Eimer an sich leuchtet, ja. Okay. Auch das? Also wenn nur die Oberfläche halt was rauskommt, dieses Wasser oder Lava leuchtet, ja. Und der Eimer selber? Ist der damit gemeint? Müssen wir uns angucken. Ja. Die visuelle Darstellung von Atzi aus dem Himmelstitan wurde geändert. Wurde aktualisiert. Okay. Auch da, mal gucken. War ja im Endeffekt so eine Art Phönix. Hm. Vielleicht wurde da jetzt irgendwie. Boah, wer weiß. Auch da muss man sich halt angucken, wie er geändert worden ist, was aktualisiert worden ist, um halt irgendwie zu sagen, gut, nicht gut, kann man halt null einschätzen, so, ne? Hm, stimmt. Kommen wir zur Spielbalance. War ich dran? Wie bitte? Ja, du bist dran, ja. So. Runenliedschwert überarbeitet. Okay. Von Stats, von Effekten oder? Ne, ich weiß nicht. Ach, das steht hier unten. Ist mit Doppelpunkt. Das ist der nächste Text dann. Ja. Okay. Heilung bei Treffern von 3 auf 10. Das heißt, du heilst wahrscheinlich dich mehr damit. Ja. Also anstatt mit 3 Punkten pro Treffer Heilung, kriegst du halt jetzt 10 Punkte pro Treffer. Das ist ordentlich. Ja. Und das Schwert war so schön stark. Und mit dem einen neuen Gegenstand, was da kam, mit der also Nebenhand, konntest du ja eh, hat es ja irgendwie auch über 50 Heilung pro Sekunde. Ja. Das ist dann schon wow. Hinzugefügt. Chance von 5% einen kurzzeitigen Bonus auf die Angriffsgeschwindigkeit von 50% zu erhalten. Ja. 5%. War nicht. Das schlägt dann halt ein bisschen schneller zu. Also wurde ein bisschen verstärkt wahrscheinlich. Und ein sekundär eingesetzter Angriff, der eine Spur erzeugt, die Schaden anrichtet und eine Chance von 25% auf Betäubung hat. Okay. Also der hatte ja neu. Genau, da hatte ja vorher keinen Sekundärangriff, zum Beispiel wie die Axt oder die neueren Waffen. Und hat jetzt auch eine zweit, ein Sekundärangriff halt, genau, ein Zweitangriff. So. Vom Runenlied entfernt wurde die LP-Erhöhung und Chance, schwache Feinde mit einem Schwerttreffer zu erledigen. Okay.
Naja, gut, das ist halt auch immer so ein Ding, ab einem gewissen Wert der Kraft, sag ich mal, merkt man halt auch gar nicht, ob man jetzt einfach stark genug ist, so einen Gegner wegzuknallen, oder ob das mit dem Effekt des Runenliedschwertes zu tun hatte. Ja. Das war natürlich auch ein bisschen schwierig, ne? So, die Rezepte für Angelköder wurden aktualisiert und enthalten nun auch Wesen. Wesen? Eine Angelköder hatten doch, was weiß ich, du setzt einen Angelköder ein, um besseres Loot zu bekommen. Du setzt einen Angelköder. So eine Bälle sah das aus. Genau. Irgendwie. Und vielleicht gibt es jetzt Wesen, die du, also was weiß ich, jetzt Insekten ranhängen kannst oder sowas. Könnte natürlich sein. Das, was weiß ich, mit einem Regenwurm oder mit, was weiß ich, mit Käfer kannst du halt jetzt besseres Zeug bekommen oder so. Genau, muss ich auch angucken. Aber klingt erstmal interessant. Mhm. Die Spawner die Spawnrate von Grottenklos in den vergessenen Ruinen wurde angepasst. Waren da zu viel oder zu wenig Klos? Ja. Waren schon einige Klos, die da rumstanden. Ich wollte gerade sagen, also wenn ich so drüber nachdenke, also so Toiletten gab es einige im Grottling-Gebiet. Dann laufen die auch viele rum, ne? Ja. Stell dir vor, die haben da so ein Fixi-Klo stehen. Dann stehen alle vor der Tür. Naja, ne, das hilft ja nichts. Jeder muss sein großes Geschäft machen, auch die Grottlings. Und eins sein Auto vorne. Aber ja, wahrscheinlich war es zu viel, ne? Das kann schon sein. Der von Orbitalgeschützen in der schimmernden Grenze verursachte Schaden wurde geringfügig angepasst. Orbitalgeschütze? Was waren das denn für Waffen? Orbitalgeschütze? Schimmernde Grenze. Ach, das sind doch diese, die dann so ein Schild aufbauen, halt, die so. Ach, das kann sein, ja. Das kann sein. Okay. War wohl zu hoch oder zu niedrig der Schaden, wurde irgendwie angepasst. Eins von beiden anscheinend, ja. Die Anzahl der Wurzeln, die auf natürliche Weise in der Welt spawnen, wurde geringfügig angepasst. Also weiß man jetzt auch nicht, ob zu viel oder zu wenig. Ja, das wird wahrscheinlich auch wieder so ein Die Anzahl der Vorschlaghämmer, die im Gebiet von Metropolis spawnen, wurde geringfügig angepasst. Hm. Weiß ich gar nicht. Wir haben damals die Vorschlaghämmer gefunden. Die haben wir, glaube ich, auch mehrfach gefunden. Ja. Aber waren da viele? Also ich glaube nicht. Aber vielleicht waren es doch zu viele insgesamt, wer weiß. Könnte sein. Die Preise von Scannern und Beschwörungsgegenständen wurden angepasst. Das finde ich gut, wenn sie jetzt, also gut, die waren schon, ja gut, später hat man halt die Materialien, aber bestimmte Materialien hat man halt auch nicht so viel. Wie Zahnräder oder bei einigen Beschwörungsdinger oder so, Scanner braucht man dann ja auch. Wie bei den Würmern braucht man diese Steine ja auch, diese Juwelen, die du ziemlich schwer bekommst. Mal gucken. Ist natürlich auch die Frage, ne? Kann jetzt auch wieder sein, dass es halt auch nach unten gegangen ist, ne? Also muss, also nach unten weniger, kann aber auch sein, dass die so Meinung sind, okay, es soll jetzt nicht so sein, dass ihr am Stück, keine Ahnung, 10, 20 Mal einen Boss legt, um alles zu bekommen. Es kann auch sein, sie haben es erhöht, ne? Ja, gut, aber diese, dadurch, dass du nur begrenzt Arenen hast, wo du diese Steine farmen kannst, ja. Solltest du diese Würmer halt, dann musstest du ja einen Edelstein um überhaupt erstmal die zu beschwören und dann, wenn du Glück hattest, hast du ein, zwei bekommen. Ja. Aber es ist halt ja auch nicht immer so gewesen. Da ist schon ziemlich Mangelware. Ja.
Ist die Frage halt, wie jetzt die Preise da genau jetzt sind. Gucken wir uns auf jeden Fall an. Ja. Wurmfeinde kommen jetzt etwas langsamer aus den Wänden. Ja, also die Larven Spawn Rate oder was? Ja, diese Würmer, diese großen, diese langen halt, Ach die da immer so, die Tausendfüßlerartigen. und so, diese Ja. aus dem Westen geschossen kamen. Okay, ja gut, okay, Ja, ja. ein bisschen langsamer jetzt. Okay. Leistung, verbesserte Leistung bei der Initialisierung von Zufallsgeneratoren. Zufallszahlengeneratoren. Was? Was? Okay, Verbesserte den Punkt verstehe ich gerade nicht. Zufallszahlengeneratoren. Wo sind denn im Spiel Zufallszahlengeneratoren? Wahrscheinlich, wenn du die Welt erstellst. Ach so. Okay, das, ja, das kann natürlich sein. Ja, ich dachte schon, jetzt ich dachte, hey, hab ich warm. Okay, das kann möglich sein, ja. Die Leistung von Boss-Systemen wurde verbessert. Ja. Das Okay. ist jetzt wahrscheinlich eher so ein Ding, dass es besser läuft oder keine Ahnung, zu viel Platz oder zu viel Speicherplatz weggenommen oder keine Ahnung, was, ne, mit was das denn zusammenhängt. Ja. Keine Ahnung. Müsste man wahrscheinlich Julian fragen, was das genau zu bedeuten hat, ne? Ja, ich schätze mal, dass es einfach flüssiger läuft, wenn du Ja. jetzt zu mehreren Leuten da irgendwie zu viert oder zu acht. Und denn dann so ein Boss, da kann dann schon ein bisschen, kann sein, dass es ein bisschen ruckelt oder Ja. so. Ich habe zum Beispiel, dass meine Freundin, wenn ich da auf die Welt bin, da bin ich nur am Rumzittern die ganze Ja. Zeit. Ich komme kaum vom Fleck. Keine Ahnung, woran das liegt. Siehst du, es ist doch so, Wahrscheinlich ne? ihre Grafikkarte, weil ich ja auf ihrem Dings dann drauf bin, ja, auf ihrer Welt, weiß ich nicht. Ja. Wer weiß. Die Anzahl der leeren Entitäten, Archetypen, die beim Laden des Spiels erstellt werden, wurden reduziert. Dies verbessert die Leistung bei der Verarbeitung von Entitäten während der Laufzeit. Ja. Ja. Es ist ein Fachchinesisch, da platzt mir der Kopf, keine Ahnung. Aber für die Leute. Also, das läuft flüssiger dann. Ja, für die Leute, die damit was anfangen können, gerne rein und in ja, einfacheren Worten erklären, um was es sich da handelt. Da bin Wahrscheinlich ich. Da bin wie ich. früher bei 98 oder was, die Fragmentieren gemacht hast, dass das alles komprimiert wird und Ja. nichts Leeres dazwischen ist. Wahrscheinlich so ähnlich. Keine Ahnung. Ja, wer da, wie gesagt, das interne Wissen hat, dann rein. Fehlerbehebungen. Ein Problem wurde behoben, das dazu geführt hat, dass die große Ernte nicht richtig angewendet wurde. Was war denn die große Ernte? War das ein Skill? Das könnte sein. Ich glaube, das war ein Farming-Skill, die große Ernte. Aber bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Geschweige denn, vielleicht ist es ja, gab es nicht einen Skill, der so, keine Ahnung, beim Ernten bekommst du nicht ein, sondern zwei oder drei Items aus einem oder sowas? Ja, meistens immer, also eigentlich gab es ja immer nur doppelt, nur zwei, mal 100% halt. Okay. Maximum eigentlich. Wer weiß, was es da Oder für ein Problem gab. vielleicht gemeint mit den goldenen, denn dass du mehr Golden hast oder irgendwie so. Okay. Merkwürdige graue Linien oben auf den Ostereilampen wurden behoben. Auf den Ostereierlampen, okay. Wären mir, glaube ich, nie aufgefallen. Also, war. Diese Scheinosterlampen. Ah, okay. Aber Ist mir wüsst. jetzt auch nicht aufgefallen. Nee. Hätte ich nicht gesehen, zumindest. Ein Problem wurde behoben, bei dem einige Werkbänke die falschen Rotationssprite anzeigten.
Das hatte ich, glaube ich, auch nie. Also ja, dass du an eine Werkbank gegangen bist und dann halt nicht das Richtige angezeigt hat, sondern von einer anderen Werkbank. Und dann musstest du an einer höheren Werkbank gehen und dann da können, wenn du zurückgeschaltet hast, auf die Werkbank umgeschaltet hast, dann hast du richtig angezeigt. Ja, weil ich glaube, aber ich, wie soll ich, weiß nicht, ob ich das hatte, ehrlich gesagt. Aber ja, keine Ahnung, kann auch sein, es ist mir nie aufgefallen einfach. Auf sowas achtet man halt auch manchmal einfach nicht. Ja, habe ich manchmal dann gesucht, hey, ich dachte, das war doch da, man musste, konnte das doch herstellen und dann irgendwie an eine höheren runtergeschaltet und dann war es plötzlich da. Okay. Ja. Ein Problem wurde behoben, das dazu geführt hat, dass bestimmte bemalte Holzhocker-Sprites geringfügig falsch ausgerichtet waren. Okay. Auch das, warum nicht? Kann schon sein. Auch das wäre mir nie aufgefallen. Es wurde ein Problem behoben, das dazu geführt hat, dass die Akro-Reichweite von Schleimbossen etwas zu klein war. Also, die Akro-Reichweite von Schleimbossen ist jetzt größer. Wahrscheinlich kann man jetzt keine 15 Felder entfernen und den Boss töten, ohne dass er Akro wird. Kann sein. Da muss man wahrscheinlich noch wegstehen und dann kann man ihn nicht treffen, weil man ihn nicht sieht. Muss man testen. Ja. Klingt aber auch schon mal nicht schlecht. Ja. Der Hinweistext beim Schreiben auf Schildern wird jetzt korrekt deaktiviert, wenn das Schild einen Text enthält. Was? Das ist auch wieder so ein Satz, keine Ahnung. Also. Ich habe, wie gesagt, nie die, also gut, ja doch, ein paar Mal habe ich die Schilder benutzt, aber mal, der Hinweistext beim Schreiben auf Schildern wird jetzt korrekt deaktiviert. Also es wird dann nicht angezeigt, du kannst da irgendwie drauf schreiben oder was? Okay, keine Ahnung. Okay, ich habe nur zu Testzwecken mal ein paar Schilder gestellt. Sonst habe ich da auch keinen Einblick. Problem behoben, das dazu geführt hat, dass Unterlinge vor dem Abspielen der Despawn-Animation verschwinden konnten. Ja gut, das kann schon sein. Aber auch das wäre mir nicht aufgefallen, weil ja, wie gesagt, es gab halt kein, was weiß ich, visuelles oder akustisches Signal, dass deine Unterlinge jetzt wegspawnen. Die waren halt einfach weg und gut. Und da hat jetzt auch niemand mitgezählt, ob das jetzt 10 oder 20 Sekunden waren, so. Ja. No. Die direkte Interaktion mit platzierten Hebeln oder Schaltkreisen sollte nun den Zustand dieser Gegenstände auf dem Server korrekt abbilden. Was? Platzierte Hebel. Den Zustand dieser Gegenstände? Ob sie kaputt sind oder wie? Das kann sein. Auch das klingt einfach irgendwie, boah, vielleicht auch ein Übersetzungsproblem, keine Ahnung. Aber, also, ne? Im Zustand der Gegenstände heißt ja irgendwie, ob sie heil oder kaputt sind. Theoretisch, ja. Aber keine Ahnung, ob sie behaupten, gab es einen kaputten Hebel? Wüsste ich nicht. Es wurden Probleme behoben und minimiert, bei denen Collider in der Nähe von Feinden nicht korrekt aktiviert wurden, nachdem diese in der Nähe spawnen. Keine Ahnung, was Collider sind. Also, keine Ahnung, aber anscheinend hat irgendwas vor Feinden gespawnt und war halt dann nicht aktiviert. Was auch immer es war. Weiß ich jetzt auch nicht, was gemeint ist. Mehrere Probleme wurden behoben, bei dem Dungeons zu nahe beieinander auftauchten und sich teilweise gegenseitig überschrieben haben.
Na gut, das ist wirklich ein Problem, ja. Hatte ich das? Also ich weiß, dass es manchmal Sachen gab, die sehr nah beieinander waren. Oder das eine Biom in ein anderes, also so übergegangen ist. Ja gut, wenn man das halt so bei der Welterstellung so einstellt, da hatten wir ja einmal testweise gemacht, glaube ich, ne? Genau, aber ja. Da war es ja, also da war es ja völlig zerpflückt. Ja. Das war ja total Katastrophe. Heilige Mutter. So, Problem behoben, das dazu geführt hat, dass Sockel in einer Tempelszene in der Wildnis nicht mit der richtigen Anzahl von Gegenständen erzeugt werden. Okay, die haben dann andere Gegenstände drauf gehabt, oder? Auch das, keine Ahnung so richtig. Die eigentlich zu dem Biom gehörten. Tempelszene in der Wüste, in der Wildnis. Ja. In der Tempelszene. Können wir auch nichts dazu sagen. Also. Pff. Die Einstellung der Erzdichte wirkt sich nun auf das Kristallbiom aus. Aber wie denn das? Okay. Gab es ein Kristall? Na, also im Crystal-Biom, also warum ist jetzt die Erzdichte, wenn du jetzt mehr Erze einstellst, warum wirkt das sich aufs Kristallbiom aus? Ist das Kristallbiom so oft auf der Karte vertreten, dass durch der großen Erzdichte das einen Platz einnimmt? Oder ist es einfach so, dass wenn mehr Erze da sind, das Kristallbiom größer wird oder gefährlicher, um dich irgendwie zu fordern? Oder wie soll man das verstehen? Also, was hat das eine mit dem anderen zu tun, so? Wahrscheinlich, wenn mehr Kristallbiom ist, dass dann die Erze woanders halt mehr sind. Boah, keine Ahnung. Also, weniger Erze sind, weil mehr Kristallbiom ist. Wer weiß. Keine Ahnung. Also, wenn jetzt die Erze im Kristallbiom wären, das fände ich ein bisschen merkwürdig. Weil da gehören die ja denn nicht hin. Das ist ja ein anderes Biom. Ja, das irgendwie wirkt sich's aus, aber in welcher Art und Weise? Fraglich. Naja. Rückstoß beim Parieren funktioniert nur wieder. Mit dem Schild oder was? Ja. Ich habe nie pariert. Das wüsste jetzt sicherlich der Harle. Da ist ja oft mit dem Schild rumgerannt. Früher bei Azios mit seinen Strahlen, ja, da musste man parieren. Aber sonst habe ich nicht pariert. Nee, ich auch nie. Ich habe auch nie das Schild drin gehabt. Ich hatte immer eine Zweithand, keine Ahnung, in ein Teil, was mich verstärkt hat. Oder das Yu-Gi-Oh!-Deck, sage ich immer wieder. Ich hatte diesen Schildkröten-Dings, der alleine Rüstung macht, aber das war ja kein Schild zum Verteidigen. Genau. Nee, parieren habe ich auch nie genutzt, wie du schon sagst, außer beim Azios, da war es ja fast notwendig. Deswegen, ja, keine Ahnung, aber kann schon sein, dass das nicht funktioniert hat. Kisten, die auf dem Wasser schwimmen können, schwimmende Titanenkiste, Grydras Kiste und Atlantischer Wurmkiste werden nicht mehr für die Dauer eines Einzelbildes fehlplatziert. Weiß ich nicht, ob du musst halt immer dann den, also ich weiß nur, dass du meistens eine Brücke davon bauen, dass du die öffnen konntest. Halt. Genau, du musst halt immer aus dem Boot aussteigen, damit du sie öffnen kannst. Du kannst sie halt nicht aus dem Boot öffnen. Ja gut, du könntest halt mit der Axt halt aus dem Boot halt die kaputt machen. Oder du kannst sie kaputt machen, aber du kannst sie so nicht öffnen. Ja. Aber die Vase fehlplatziert. Na gut, kann vielleicht sein, dass er auf der Wasserfläche fehlplatziert wurde und du konntest sie vielleicht gar nicht öffnen oder kommst gar nicht ran oder sowas. Das könnte sein. Wer weiß, ob es da irgendein Problem gab.
Gegenstände, die einen Boss beschwören, gehen nicht mehr verloren, wenn sie kurz vor dem Auftauchen des Bosses zerstört werden. Okay, ging bei mir sonst eigentlich nicht verloren, als ich das mal gemacht habe. Ja. Weiß also ich. Ist mir besser nur nicht passiert, dass sie verloren ging, nachdem ich sie ja dann aufgehoben wieder habe, kurz bevor du das kam. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht habe ich auch zu schnell aufgenommen oder weiß ich nicht. Ich wollte gerade sagen, manchmal kriegt man halt sowas auch einfach nicht mit, weil das sind so Detailsachen. Pff, ja. Ja, ne? Keine Ahnung. Unterlinge sollten nicht länger verschwinden, wenn andere Spiele neue Unterlinge spawnen. Ja gut, das ist natürlich Mist, ne? Ja. Mit Mist mit SCH, wenn du, was weiß ich, mit 7-8 Spielern spielst und dann halt 3-4 Leute haben halt den Beschwörer mit Unterlingen und die beschwören und bei dir gehen die dafür weg, weil sie dir abgezogen werden oder so. Ne? Das darf natürlich nicht passieren. Das ist theoretisch kann ich mit 8 Leuten total die Armee bauen. Genau, aber das wäre ja total bescheuert im Endeffekt, klar, wenn dann deine Unterlinge verschwinden. Also das, wenn es das Problem gab, natürlich ganz wichtige Problembehebung. Also ganz, ganz wichtig hier. Auf jeden Fall. Positive Werten natürlich, nicht vergessen. So muss es immer sein. Und haben wir hier unten noch was? Ja, also das ist ja... da haben wir jetzt mal kein News-Video drüber gemacht, sozusagen über das alljährliche Halloween. Ja, da hat sich ja nichts geändert bisher. Genau. Also wenn sich was ändert, dann machen wir was. Genau. Ja, wir haben wieder Leute, waren wieder kreativ. Ansonsten, ja, einige Sachen, die auf jeden Fall interessant sind, für mich persönlich, die neuen Unterling-Bücher interessant. Die Fertigungsstation, die neuen Türen, also hier die neuen Türen, genau, die Aquarien, Terrarienobjekte und die anmalbaren neuen Sachen, auch die Option von Destillerietisch oder Schmuckwerkbank ist zu prüfen, inwiefern das zu machen ist. Und alles andere sind halt wirklich so, ja, ein Zielcursor muss man mal ausprobieren. Also es sind viele Sachen dabei, die so ein bisschen das Spiel vereinfachen und verbessern. Und manche Sachen sind halt einfach, da weiß man gar nicht, was sie denn bedeuten sollen, sag ich mal so, ne? Mhm. Aber es sind auf alle Fälle viele Sachen dabei, die wirklich sinnvoll sind, die das Spiel noch besser machen, als es sowieso schon ist. Ja, ja. Und ein kleines Update kann man das nicht nennen. Das ist schon ein bisschen größer. Ja, ne, gerade auch so ein Einschnitt, auch mit die Gegner zum Beispiel, ne? Das muss einem halt gefallen. Oder halt auch eben nicht, ne? Oder dass du jetzt überall Dungeons hast zu den Titanen. Also, ja, klar, du kannst ein Portal setzen, wenn du einmal durch bist oder so. Aber. Ja, man muss es zumindest klären, das stimmt. Ja, einmal muss das klären. Tja, bildet eure eigene Meinung, schreibt's rein, wie ihr die ganzen neuen Updates findet, ob ihr das ein oder andere unterstützen könnt oder eben auch nicht. Und die Sachen, die wir euch zeigen können, also zumindest, na, also theoretisch kann man euch alles zeigen, ist ja klar, aber mal gucken, was man alles so zeigen kann. Aber so Terrarien zeigen wir euch oder das neue malbare Sachen, sowas, Unterlinkbücher, sowas werden wir euch definitiv in Videoform zeigen und darstellen und präsentieren. Und wenn euch das kleine Update diesen News gefallen hat, dann lasst uns wissen in Form eines Likes, Abonnements oder Kommentar, wie gesagt. Ja, 50 Minuten Redezeit, Mund ist fusselig, es wird Zeit, was zu trinken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao.